Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen tollen ASMR. Stimmt, das ist ASMR, weil ich jetzt das Mikrofon direkt an dem Ding dran habe. Ah, und ich bin ein Vollidiot. Ich muss nämlich zuerst mal meine Adresse irgendwie unkenntlich machen. Das ist natürlich. So, nachdem wir jetzt die Adresse unkenntlich gemacht haben, würde ich sagen, geht's gleich mal los. Wir starten hier. Das ist übrigens das Paket von UFO, wurde mir heute einfach vor die Tür geschmissen. Ach so, also nicht von UFO. Einfach so. Ja, nein, das ist, ich bin rausgegangen, hab mir gedacht, so ja. Ich schaue jetzt mal, ich gehe jetzt mal einkaufen, ich wollte einkaufen gehen und dann lag das einfach vor der Tür und ich so, nice. Weil ich dachte schon, es kommt gar nicht mehr. Okay, ich will die Box nicht zerschneiden, die da drin ist. Okay, die sieht schon nice aus, holy shit. Zeig mal her. Okay, die Die sieht schon. Halsmusik, ja. Okay, warte. Alter, das geht einfach nicht runter. Übrigens, sorry Leute, dass mein Zimmer so ein bisschen unaufgeräumt ist. Alter, wie fett ist diese Box eigentlich? Zeig mal, wie groß Holy die shit. No Homo. Schon relativ fett. Und ich Die finde, ist fett, ja. schaut echt nice aus. Wir haben mal den Karton einfach verdrängt. So. Oder machen wir mal auf, okay? Ich bin echt hyped, Alter. Okay, das ist gleich das Geile, Alter. Huf. Okay, das schauen wir uns auch später an. Boah, schaut schon. Also. Kriegt neu, sehr schön. Okay, wir haben hier so, was ist denn das? Das kann man sich so auf die Hose draufkleben oder so, oder? Echt? Was? Ist das so ein. Was brauche ich? Safe. Ja, ich glaube schon, das kann man so draufbügeln, glaube ich. Ja, wie geil ist das? Dann einen übelsten nice Sticker. Alter, der Sticker ist halt echt sexy. Ich denke, wieso klebt denn der so? Ach so, weil er ein Sticker ist. Nein, aber der ist ja nicht mal abgelöst. Ja, das stimmt, das sind solche. Ich weiß nicht, was ist das? Geht das so Ja, für die Hose? Das sieht shit. für Patches für Ja. die Hose. Stimmt, ja, Uhren so. heißt man. Rich sowas, Rich. sowas will ich haben. UFO, das Stay High Logo finde ich persönlich sehr, sehr nice irgendwie. Ja. So. Und was haben wir noch? Wir haben. So ein Rich Rich Sticker nochmal. Wir haben ur viele Sticker. Also das ist schon. Man, es ist schon viel drin. Hä? Es ist noch ein Shirt drin? Okay, Junge. Für 70 Euro Echt? ist voll okay. So, dann. Ich finde den Sticker extrem. Okay, wow. Kamera fokussiert. Wow. Okay, dann zeige ich den einfach in die Kamera. So. Das ist ja auch ein geiler Sticker. Stay High ist das Label. Okay, gut, dann. Genau, hier ist die. Das ist das Album. Sieht halt schon nice aus, hat irgendwas, was ich meine, so, es ist schon sehr edel, aber kein Mensch hört sich CD an, also wirklich. Ah, genau, hier ist das Poster drin dann noch. Genau, so ein Stay High Schlüsselanhänger haben wir. Also sowas. ASMR-mäßig. Ist jetzt nicht so, ich dachte irgendwie, der ist größer, der Anhänger. Aber ist gar nicht so schlecht, dass er klein ist. Aber es sieht halt schon, okay, die Qualität. Doch, kann man machen. Ich habe mir immer Angst bei so günstigen Schlüsselanhängern, dass die halt, ich sag mal, nach einmal benutzen auseinanderfallen, weißt du, was ich meine? Dass die halt sofort zerreißen, weil das habe ich immer gesehen. Ja. So, jetzt schauen wir uns noch das schnelle Poster an, das T-Shirt zu den T-Shirts und zu dem Ding, zu der Jacke kommen wir gleich. Fahr halt raus. So. Gut. Okay. Okay, das Poster. Bin ich gespannt. Alter, das ist richtig groß. Holy shit. Ein fettes Poster, das ist halt schon. Das Alter, ist schon groß, das ist ja. schon nice. Also, ich glaube, ich werde mir das auf die Tür, die auf die Tür geben. Gut. Oder, naja, ich habe wieder das Problem, ich werde es nie wieder zusammenfalten können. Hä? Wie faltet man so ein Poster überhaupt? Sieht gut zusammen, ich bin so unfähig und sowas. Ach man, was soll ich wegmachen eigentlich, André? Das Minecraft-Poster oder das The Last Guardian-Poster? Das Minecraft-Poster. Minecraft-Poster, okay. Ja. Dann schauen wir uns mal das T-Shirt an. Warte. Boah, das ist doch so schön eingepackt und so sanft, Ding, Alter, schau. Das ist Ah, noch ein so. T-Shirt dabei? Ja. Schau Was? mal. Ich hab's mir auch gedacht, irgendwie. Aber, holy shit, wie das eingepackt ist, okay. Und? Das ist. Alter, was ist das für eine Qualität, Junge? Holy shit! Das ist richtig schwer. Welche Größe ist das? M, glaube ich auch. M wahrscheinlich. Ja, Ja, aber M, M ist nein. zu klein, oder? Ja, schaut. Nein, es ist schon sehr groß. Also, ich glaube, das wird mir sogar passen. Ja, okay, aber Es ist schon dieser ziemlich groß. Backprint feiere ich nicht so, also den Backprint? Backprint feiere ich nicht so krass. Nicht so?
Ich finde den nice. Und die Jacke ist heftig, glaube ich. Ja. Ja, deswegen habe ich mir die Box eigentlich gekauft, weil ich wollte die Jacke haben. Ja, safe, ja. Also. Boah, Alter. Stopp, das ist schon crazy. Okay. Ja. Holy shit, Alter, wie die eingepackt ist. Okay. Soll ich die mal anziehen? Alter, wie groß die ist. Schau, wie breit die ist. Siehst du das? Yes. Ja. Ist so auf. Soll ich die mal anziehen? Ich zieh die mal an. Oder? Volle Jacken. Teddyjacken-Style, so ein bisschen. Ja, wie geil diese Jacke. Also die Qualität ist eindeutig besser als die letzte. Okay, die Jacke ist echt, also M ist echt groß. Holy shit. Die ist halt so ein bisschen. Ja, okay, M passt auf jeden Fall. Holy shit, Digga. Also M passt auf jeden Fall. Ist fast ein bisschen groß, Alter. Aber es ist eh nicer, wenn es groß ist. Warte? Hätte ich schon heftig, ich schwöre auf alles, die ist heftig. Okay, das sieht schon. Okay, die sieht schon echt nice aus. Holy shit, okay. Schreibt einen Kommentar, ob ihr auch die Box gekauft habt und was ihr von UFO haltet. Oder was ihr insgesamt von der Box haltet. Ich finde, es ist einer der krassesten Boxen, die so jeweils rausgekommen sind, weil diese Kapitalboxen, ja, aber das ist wirklich innovativ und geil. Und allein wie viel da drin ist, das heißt 70, okay, 70 Euro schon relativ teuer für so eine Box. Aber du kriegst eine Jacke, T-Shirt, Sticker, riesenfettes Poster. Wunderschön. Ah, stimmt, warte, ich wollte da noch reinschauen. Wir schauen jetzt noch da rein, warte. So. Gut. Hier ist nämlich noch das Rich Rich Album. Ja, okay. Also man muss sagen, qualitätsmäßig ist es jetzt nicht so das Krasseste. Es ist halt nur so eine Verpackung. Es ist halt ein Standard-CD-Ding, ne? Aber ich glaube, UFO weiß, dass das eh keine Sau benutzen wird. Ja, ja. All der Reichtum, all das Geld, und da ist es halt noch Rich Rich. Da erklärt er noch, was Rich Rich ist. Und so halt so Fotos vom Album insgesamt. Ja. Ist halt das? Booklet, ja. Ja, ein genau, Booklet, ja. Genau. Gut. Ja, also ist auf jeden Fall, Alter, die Box, die ist echt nice. Also es hat sich gelohnt, die zu kaufen. Gut, Leute, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer das Video seht. Lasst einen Daumen nach oben da und nicht vergessen, abonnieren, drücken. Und dann wünsche ich noch einen, ich hab das schon gesagt, dann sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut, ciao. Das war zu heftig. Ups. Kamera, bitte herkommen. So. Na. Gut. Tschüss.